Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sollen für Bobby Nasenlos jemanden aus dem Knast befreien, um dann den Safe des Bürgermeisters leer zu räumen. Das ist ja nett. Ja, was, lass mal hören. Ich vermute, du gibst nicht allen Fremden einen Drink aus. Stimmt, tue ich nicht. Ich bin in der Stadt, um einen Henry Cook zu finden. Weißt du, wo ich ihn finden könnte? Oha, Warum suchst du nach ihm? Eine berechtigte Frage. Er ist mein Vater. Ich habe schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört, also bin ich in die Stadt gekommen, um nach ihm zu sehen. Tut mir leid, ich kenne den Typen kaum. Wenn du das sagst. Wir sehen uns vermutlich in der Stadt. Bis dann. Was? Colette. Ah, Henry Cook ist abgehauen. Wisst ihr noch, das war der Typ, mit dem wir den Drogendeal durchgezogen haben. Entschuldigung? Wenn ich mit dir reden will, lasse ich es dich wissen. Oh, schade. Vielleicht habe ich da eine Quest verhauen. Oder vielleicht, ich glaube nicht, dass sie seine Tochter ist. Das ist bestimmt, ich glaube, das ist bestimmt irgendeine Söldnerin oder irgendeine Gangsterin, die das... Ich will nur was trinken. Vielleicht gefällt mir dein kleines Radioprogramm nicht. Ah. Was sagst du jetzt? Die Quest kann ich doch noch machen. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Vielleicht gefällt mir dein kleines Radioprogramm nicht. Was sagst du jetzt? Hey. Was ist dein Problem? Scheint, als hättet ihr eine kleine Meinungsverschiedenheit. Seht mal, ein Klugscheißer. Nur, wenn du wirklich klug wärst, würdest du dich jetzt verpissen. Und jetzt verschwinde. Verpiss dich, Kumpel. Hi. Verpiss dich, Kumpel! Hey, Kumpel! Oh, du bist's. Alles in Ordnung? Sieht es denn so aus? Denn es ist nicht alles in Ordnung. Ich weiß! Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen! Ich will einfach, dass sie verschwinden! Ach genau, wir haben ihm das... wir müssen dem ein bisschen Selbstvertrauen einreden. Warum gibst du ihm nicht ein wenig Kontra? Nein! Ich meine, nein! Das wäre schlecht! Bei den Männern könnte das... Nun, es könnte zu Gewalt führen. Sei nicht so ein Feigling. Ich bin kein Feigling! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Okay. Hey, Entschuldigung. Kumpel. Hast du gerade was gesagt? Mach nicht. Ah, okay. Ich mach normalerweise nicht. Oh Gott. Deshalb. Ich hab gesagt, es reicht. Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee, ich glaub nicht. Ich mein's ernst. Lasst mich in Ruhe. Klingt, als wolltest du mir drohen. Ist das so, Travis? Wolltest du mir drohen? Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Was willst du machen, kleiner Mann? Ich hau euch um! Großer Fehler, Travis. Vielleicht lohnt es sich ja jetzt gar nicht, mache ich dich und deinen Kumpel stimmt, da platt. Steht, wo oh, willst du denn hingehen? Du bist. Raus ins Commonwealth? Zu all den Sicherheit. Hilfe! Bam! Tiefer. Scheiße, Mann. Einfach scheiße. Hey. Verschwinde. Aber gut gemacht, hey. Ne, Travis? Ich meine, hi. Mal wieder. Hi. Hi. Hey, Travis. Wow. Ich kann's nicht glauben. Wir haben's geschafft. Wie fühlst du dich jetzt? Ich weiß nicht. Ich meine, wow. Einfach nur, wow, ich hätte nie gedacht, dass ich zu sowas fähig bin. Das war irre. Wow, hey, ich danke. Das war echt Wahnsinn. Ich glaube, ich sollte mich jetzt vielleicht mal hinlegen. Ja, du hast ein bisschen hyperventiliert. Das lief doch gut. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Ich bin bereit. Gute Einstellung. So gefällt mir das.
Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Warum soll ich das unbedingt machen? Denk doch mal nach. Ich bin Scarlets Boss. Wenn ich ihr sage, sie soll sich mit Travis treffen, könnte sie glauben, dass sie plötzlich keine Kellnerin mehr ist. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit Travis trifft und sich die ganze Sache hier auch lohnt. Und wir beide haben uns nie darüber unterhalten, ja? Na toll. Ewan, ich höre noch zu trinken, Ewan. Wie läuft es mit der Kuppelei? Ich will was kaufen. Ja. So, wo ist sie denn? Die gute Frau, wo ist sie? Die putzt doch bestimmt hier irgendwo. Warte mal. Ich sag mal ganz kurz die Tür, ja? Wahrscheinlich ist es nicht besonders nett. Ach, komm schon. Ja, das war die andere Richtung. So. Cool. Du steckst wirklich voller Überraschung, nicht wahr? Wo ist denn die Frau? Du bist es nicht, ne? Hallo. Ich hatte mir so viel mehr von meinem Leben erwartet als das hier. Entschuldigung? Lass dich nicht von meinem Mann in diesen Unsinn hineinziehen. Haben wir das schon? Der ist doch schon reich geworden durch die Drogen. Vielleicht sollten wir einfach von hier weggehen. Sag mir Bescheid, wenn du ein Zimmer brauchst. Ansonsten ist die Bar da drüben. Nicht mehr da ist, wenn man aufwacht. Weg von der Mauer? Bist du wahnsinnig? Da draußen würdest du keine Stunde überleben. Ich gehe das Risiko ein und bleib auf dieser Seite des grünen Wächters. Danke für... Ist sie da draußen oder was? Warte mal. Ich meine, ich habe ja den Marker schon draußen. Hol Mel aus dem Gefängnis, das machen wir, und... Okay. Ach, Scarlett, da haben wir es doch. Scarlett. Ach, die ist gar nicht mehr hier drin, oder was? Die ist auch draußen. Naja. Ich dachte, sie ist hier drin beschäftigt, als Reinigungskraft oder sowas. Aber die scheint wohl irgendwo hier draußen rumzulaufen. Haben alle Fremden so komische Sachen an wie du? Nein, die können sich das nicht leisten. Hab mit meiner Freundin Schluss gemacht. Sie hat nie den Deckel auf die Zahnpastatube geschraubt. Weißt du, wer sowas macht? Ja, Synths. Laut deiner Meinung machen das nur Synths. Hallo. Miss? Ich mach grad Pause. Kann ich dich was Persönliches fragen? Es geht um Travis. Travis? Wirklich? Hat er was über mich gesagt? Ich habe von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Fändest du es schön, wenn er dich erwähnt hätte? Ja, ich denke schon. Ich meine, ich habe schon mal ein Auge auf ihn geworfen. Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Ich drohe dich. Hey. Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch. Also rede doch einfach mal mit ihm. Okay, ich mach's. Ich gehe gleich zu ihm rüber. Danke. Wow. Du gehst jetzt dahin oder ich hau dir aufs Maul. Ich stell mir das gerade vor. Stell dir vor, du bedrohst eine Frau, dass sie mit einem Kerl redet. Das ist natürlich der Auftakt zu einer wunderschönen und ausfüllenden Beziehung. Da... Stell dir das mal vor. Bei der Suche nach mutiertem Farnmann. Ja, danke. Es ist so eine Geschichte, die erzählt man dann seinen Großenkeln, ne? Und sagt so, hier, guck mal, damals, deine Oma, die habe ich kennengelernt. Gewöhnt, weil jemand sie gezwungen hat, ihr aufs Maul zu hauen, wenn sie nicht mit mir ausgeht. So wie ich.
Das ist Jefi. Schrecklich. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht und sieh nur, was jetzt passiert ist. Und du musst helfen. Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Ich muss helfen. Wovon redest du? Ich rede von Vadim. Sie haben ihn entführt. Diese Männer, die das mit Travis veranstaltet haben. Sie kamen wieder und meinten, dass Vadim ihnen Geld schuldet. Dass sie einen Deal hatten. Er wollte nicht zahlen. Also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Du musst was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Weißt du, wo sie ihn hingebracht haben? Nein, weiß ich nicht. Er hat sich immer um sie gekümmert. Ich habe mich lieber von ihnen ferngehalten. Travis könnte es wissen. Frag ihn mal. Bitte beeil dich. Ich will nicht, dass Vadim was passiert. Oh Mann. Die haben Probleme. Können die nicht einmal ihren Kram alleine regeln? Vor allem, warum bezahlt er die nicht? Das war doch abgemacht. Und ich glaube, ohne Bezahlung würde ich mir auch nicht auf die Schnauze hauen ich lassen. Ich habe im Moment keine Lust zu reden. Ja, ich auch nicht. Trotzdem laberst du mich an, Frau. Wenn du Probleme machst, wirst du Probleme kriegen. Verstanden? Ach nee, da war der Knasti. Schießt du Leute, Mister? Ja, auch kleine Kinder. Kleine freche Kinder erschieße ich auch. Warte mal, kann ich mir jetzt vielleicht eine Nuka-Cola klauen? Wunderbar. Irgendjemand sieht mich ja immer. Ach komm. Pfeif drauf! Hey, bist du der Händler aus Quincy? Nein. Der Händler aus Quincy, habe ich die Serie nie gesehen. Ach, guck mal, hier wohnt Travis in dem kleinen Wohnwagen. Diamond City Radio. So mitten in die laufende Sendung einfach mal einbrechen und sagen, moin. Was geht's? Hi Travis. Oh, das ging auch schnell mit euch. Hast du Vadim gesehen? Er wurde im Dugout entführt. Und Jefim dachte, du weißt vielleicht, wo Bull ihn hingebracht hat. Das ist echt kein lustiger Witz. Echt nicht. Ich mach keine Witze, Travis. Das ist ernst. Und ich brauche wirklich deine Hilfe. Moment. Echt jetzt? Oh. Oh, Mann. Wow. Ist das... Das ist wegen dieser Sache, oder? Es ist... Das ist meine Schuld. Nein, Travis. Das ist eine Sache zwischen Vadim und diesen Männern. Es ist nicht deine Schuld. Aber wenn ich nicht gegen sie gekämpft hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Okay, gut, du hast gewonnen. Es ist deine Schuld. Jetzt hilf uns, das wieder in Ordnung zu bringen, Dummkopf. Pass auf, ich hab nicht allzu viele Freunde. Wenn Vadim verschwunden ist oder in Schwierigkeiten steckt, dann werde ich helfen, ihn zurückzuholen. Okay, mir ist jede Hilfe willkommen. Gut, Ich wollte nämlich nicht mit dir darüber diskutieren. Ich habe genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vermutlich in der alten Beantown-Brauerei hocken. Wir müssen dahin und ihnen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dann holen wir Vadim zurück und alles wird gut, oder? Ich besorg mir eine Waffe. Wir treffen uns da. Und dann bringen wir das zu Ende. Endlich zeigt er mal Eier hier. Richtig so. Warum hat MacReady da ein bisschen... Weiß nicht. Mag er es nicht, wenn man ein bisschen durch die Blume redet oder Leuten ein gutes Gefühl verschafft, indem man ein bisschen eine Notlüge raushaut? Da, warte mal, da ist die Brauerei. Habe ich schon alles abgeschlossen. Na gut. Pause. Da steht er ja schon. Oh, na, Travis. Gott sei Dank. Du bist da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Uns passiert doch nichts, oder? Vermutlich schon. Ich schätze, mindestens einer von uns wird das nicht überleben. Ah, okay. Nicht gerade die Worte, die ich hören wollte. Lüg den Kerl doch nicht an, Mann. Die Wahrheit ist, wir werden vermutlich alle sterben. Irgendwelche letzten Ratschläge? Ich habe sowas noch nie gemacht.
Ja. Ich gehe zuerst rein. Du bleibst hinter mir. Halt mir den Rücken frei. Okay. Wie du meinst. Das ist voll gut. Also ich habe langsam so ein bisschen rausgefunden, wie MacReady tickt. Einfach immer gerade heraus. Nicht schönreden. Und am besten immer ganz geizig sein. Immer alles verhandeln. Wenn mir Leute ein Angebot machen bei Quests, dann immer das höhere Angebot wollen. Okay. Hier haben wir zwar schon alles gesäubert, aber es sind wieder neue. Der... Wo kommt denn dieser Geruch her? Was zur Hölle? Beobachtet. Da. Scheiße, das sieht man nicht da. Wo ist der kleine Wichser hin? Du lebst noch, meine Fresse. Du legst dich mit dem Besten an. Verdammt, gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Ihr habt ja nur Scheiße dabei. Wie lange willst du denn noch? Wenn du diesen Saustall durchsuchen willst, nur zu. Das ist ein Travis. Ach, da ist er ja. Ich dachte, der ist schon tot. Oh. Gaucher. Er ist ja eine coole Knarre dabei gehabt. Halte die Augen offen. Ich glaube, das Arschloch wird nicht ganz schnell. Ich wette, wir finden hier keinen einzigen Tropfen. Ich wusste nicht, ob jemand kommen würde. Ich dachte, dass das vielleicht das Ende ist. Danke. Das vergesse ich dir nie. Ja, ist gut. Geschafft. Gute Arbeit. Aber schaffst du das auch mit verbundenen Augen? Wenn ich dich erwische, bist du tot. Danke. Ich wusste nicht, ob jemand kommen würde. Ich dachte, dass das vielleicht das Ende ist. Danke. Das vergesse ich dir nie. Du bist ein Idiot, dass du dich überhaupt mit diesen Pennern eingelassen hast. Okay. War vielleicht nicht das Klügste. Aber jetzt ist ja wieder alles gut. Diese Idioten haben Kronkorken und Camps einfach rumliegen lassen. Sie haben es nicht gemerkt, als ich mir die Taschen voll gepackt habe. Hier, das Zeug hast du dir verdient. Travis, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Hey, Vadim. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Wie bist du denn in diese Sache reingezogen worden? Ich... Keiner hat mich dazu gezwungen. Ich wollte helfen. Du steckst voller Überraschungen, mein Freund. Okay. Hallo. Mann, was für ein Tag, was? Hey, ich wollte mich noch bei dir bedanken. Das hier war... Nun ja, es war völlig verrückt. Aber ich glaube, ich habe einiges dazugelernt. Oh ja. Du hast alles ganz gut überstanden, Travis. Das freut mich für dich. Danke. Ich habe keine Ahnung, wie du das hinbekommen hast, Kumpel. Wenn ich nach all dem an die Sachen denke, vor denen ich früher so viel Angst hatte, dann wirkt das jetzt irgendwie albern. Verstehst du? Ich hatte immer Angst, meine Sendung im Radio zu machen. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, verprügelt und beschossen zu werden. Ich kann so viel mehr aus meinem Leben machen. Und das werde ich auch. Wie dem auch sei. Danke nochmal. Ich schulde dir was. Jawohl, Selbstvertrauen ist alles. Vielleicht wird er jetzt wirklich ein bisschen selbstbewusster und... Oh. Ausgezeichnet. Ach, ich kann jetzt Lattensäune bauen, das ist ja herrlich. Gut, das habe ich damals auch vergessen, als ich hier war. Ist ja schon eine ganze Weile her, ne? Wicked Fancies. Ich mach das hier noch sauber. Da sind noch ein paar Kakerlaken. Was zum Teufel war das? Ich hoffe nur, dass die anderen davon nichts abkriegen jetzt. Hä? Stehe ich nicht. Ach, hier. Das nennt man anständig Ziehwaffen. Aber wir haben Gesellschaft. Ja, ja.
Alles wieder verschlossen hier, guck mal an. Ach, komm schon. Als wäre ein Haklermann so instabil. Na komm. Ja. Patronen nehmen wir auch gerne mit. Ordner? Ich weiß gar nicht, wollte er auch Ordner haben? Der auch der Dingens. Gibt es nicht ohne Grund, weißt du? Ach, wie hieß es denn nochmal? Die Pridwin. Die Pridwin. Der eine Gelehrte auf der Pridwin, dessen Name ich mir jetzt auch nicht mehr merken kann. Es sind so viele Namen, verdammt. Es sind so viele Namen. Und die muss ich mir erstmal in den Schädel prügeln. So leicht. Ist klar. Zurück nach Diamond City. Yep. Oh. Yep, yep, yep. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich doof. Verzieh dich, Kumpel. Halt die Schnauze. Ich finde das ziemlich doof, dass ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Während des Ladescreens habe ich es noch gewusst. Naja, egal. So. Vadim, kann ich jetzt wieder bei euch kaufen oder ist das hier jetzt verboten? Also, was ich so gehört habe von... Brauchst du ein Zimmer? Nein. Und? Wie läuft das Geschäft? Nichts, worüber ich reden möchte. Kein Interesse. Okay, aber auf dem Sofa wird nicht geschlafen. Da ruhe ich mich nur aus. Hast du einen Grund, mich anzusprechen? Verschwinde. Wir sind keine Freunde, Mann. Oh, schön, dich wiederzusehen. Ich nehme deine Bestellung. Hört er sich jetzt ein bisschen selbstbewusster an? Ein ganz normaler Tag im Commonwealth. Stimmt's? Stimmt doch, oder? Was ist das denn? Die meisten Leute bestellen nur Bier. Aber wir haben noch andere Drinks, falls du mal was Neues ausprobieren willst. Schön zu sehen, wenn Kunden wiederkommen. Die meisten sterben. Lass es mich wissen, wenn du einen Drink brauchst. Na klar. Hältst du dich aus Schwierigkeiten raus? Willst du mich etwa ausräuchen? Gefällt mir. Keine Sorge. Ich habe den Kontakt zu allen abgebrochen, die mich der Schulden wegen umbringen könnten. Alles gut. Entspann dich. Ich habe den Kontakt abgebrochen, als würde die das stören. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Gut, gut. Nuka-Cola Quantum. Brauche ich aber nicht. Ich brauche eine normale Nuka-Cola, verdammt. Eine ganz stinknormale Nuka-Cola. Na komm, brrr. Nein. Es geht auf einmal viel zu schnell. Maybe. So. Dankeschön. Alles abgenommen. Hahaha. Dafür gibt es billige 38er Patronen. Okay, ich werde nochmal ganz kurz zu Travis gehen. Vielleicht hat er noch was Neues zu erzählen. Vielleicht bedankt er sich jetzt und wird dann mit seiner angebeteten Scarlet pennen. Mal gucken. Und ich habe nur MacReady. Wenn ich mit dir reden will, lasse ich es. Halt doch mal die Backen, Mädchen. Ich habe kein. Ja. Als hätte ich Lust, mit dir zu reden, du hässliche Troller, die sich als Mr. Cooks Tochter ausgibt. Warte mal, Scarlet Cook? Hat das für irgendwas mit der Schatzinsel zu tun? Captain Cook? Travis. Der ist ja gar nicht da. Ach, na dann. Hat dir das gefallen? Machst du gar nichts, ne, Travis? Bist ja gar nicht da. Wie kann der seine Radiosendung am Laufen halten, wenn er nicht mal zu Hause ist? Stehe ich nicht. Kann man mit euch vielleicht noch ein bisschen tratschen? Hier muss doch noch was gehen. Gilt das als Diebstahl? Oh, Leute, das ist ganz viel Kleber für mich.
Ganz ehrlich, wenn die nichts dagegen haben, ich bediene mich mal. Lululu. Wächst ja ganz schnell wieder, das bist du ein Niemand. Kapiert? Hat die Schnauze. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht, mein Freund. Jetzt nehme ich mir alles. Gerade Mutabären, die gibt es hier sehr selten, finde ich. So. Alles meins. Sehr gut. Wo kann ich jetzt was kochen? Wir haben jetzt gleich Gemüsestärke. Ja? Oh, klar. Ihr braucht angepasste Ausrüstung? Wir haben Werkbänke zur freien Benutzung. Hey! Schlagholz! Oh Gott, jetzt drehen sie alle total am Rad. Weißt du was? Ich kaufe viel Dreck in den Armen, dann lasst sie euch schneiden. Geh mal weg! Geh mal weg! Mein Essen. Ich war noch nie sonderlich gut mit Hammer und Nägeln. Ja? Ja? Na gut, alles klar. Ich gehe mal nach Sanctuary, hol mir noch ein bisschen Cola, werd noch Gemüsestärke verkochen. Und dann sehen wir uns bald wieder, Leute. Ich danke fürs Zusehen und bis dann mit Fallout 4.